sie irgendwann waren. Oder das ist schon sehr lange her. Oh, muss ich nur überlegen. Alias Queen. Ich muss kurz überlegen. Ich weiß die Besitzer, den Besitzer von Mr. Hollywood. Sebastian Weiß. Aber der Name, ich weiß ihn nicht mehr. Das ist lange her. Das war für einen Stall mit Freunden. Mit Günther Giersberg, das Pferd hieß Novartis. Das ist schon eine ganze Zeit lang her, war mit Atu. Der wurde geritten von Markus Armitage in einem Figentri-Rennen. Das war 1990. Zu dem Frühjahrsmeeting haben wir von 14 Startern 12 Rennen gewonnen. Wer der erste Sieger war, weiß ich leider nicht mehr. Kann ich mich tatsächlich nicht ganz daran erinnern, aber der erste große Sieger in Baden war natürlich Prinz Flori 2006 im Großen Preis. Ja, das war Kokoschka, hieß der, ein vierjährig sieglosen Rennen, da war ich noch Besitzertrainer. Habe ich mich gefreut wie heutzutage über ein Grupperennen, so ungefähr. Oh, das ist schon ein paar Jahre zurück. Das war wunderbar, das war ein Pferd, Ibiza Empress. Ich denke, es war Liebesbrief im Ausgleich 1. Ocean of Dreams. Weiß ich nicht mehr, aber für Jutta Meier auf jeden Fall. War schon froh, als ich immer einen Starter hatte. Das war Rennen Damour im Zukunftsrennen. Es war Anatole Artist für den Stall Grimminger.